Hallo zusammen und herzlich willkommen. Ich teste für euch die spannendsten Aktivitäten und coolsten Orte der Schweiz. Und heute dreht sich alles um den Hammettschwandlift, der höchste freistehende Freiluftaufzug Europas. Allein von den Bildern ein absolutes Bucketlist-Item. Die Frage ist nur immer, lohnt sich ein Ausflug dorthin? Für welche Zielgruppen ist es geeignet? Und was muss ich generell beachten? Das alles und wieso wir fremde Menschen um Geld anschnorren mussten, erfahrt ihr in diesem Video. Die finale Bewertung gibt's zum Schluss, also bleibt bis zum Ende mit dabei. Ich bin Isabo und ich lebe in der wunderschönen Schweiz. Ob als Tourist oder als Einheimischer, man stellt sich doch immer wieder mal die Frage, was kann ich denn am Wochenende Cooles tun? Deshalb möchte ich euch die spannendsten Aktivitäten und coolsten Orte der Schweiz zeigen. Aber nicht nur das. Ich habe mir 7 Kategorien überlegt, anhand derer ich die Ausflugsziele bewerten werde, damit ihr für euch selbst überlegen könnt, ob sich ein Ausflug dorthin lohnt oder eben nicht. Und vergesst nicht, meine Videoserie als eure persönliche Bucketlist abzuspeichern. Der Hammettschwandlift, wie gesagt, ist der höchste freistehende Freiluftaufzug Europas. Und das ist wirklich richtig, richtig cool, weil er steht direkt an der Klippe des Bürgenstocks. Der Lift wurde ungefähr 1905 erbaut und auch immer wieder saniert. Und die Gesamthöhe beträgt ungefähr 153 Meter. Wenn man das jetzt so ein bisschen vergleicht, ist das fast so hoch oder ein bisschen niedriger als der Kölner Dom. Und auch interessant zu wissen ist, dass der Fuß des Hammettschwandlifts zum Kanton Luzern gehört, das Plateau aber oben zum Kanton Nidwalden. Wenn man jetzt an die Anreise denkt, da könnt ihr auf 3 unterschiedlichen Wegen anreisen. Einmal mit dem Auto, mit dem öffentlichen Verkehr, also der Bahn, oder aber auch mit dem Schiff. Und die Anreise ist auch schon die erste Kategorie, die ich immer bei den Ausflugszielen bewerten werde. Mit dem Auto von Zürich aus braucht ihr ungefähr so eine Stunde 15. So haben auch wir das gemacht. Also ich war schon zweimal dort und bin beide Male mit dem Auto gefahren. Wenn ihr parken wollt, dann nehmt immer oder egal für welche Anreisemöglichkeit das Bürgenstock-Ressort. By the way, das teuerste Hotel der Schweiz. Ich habe da mal die Preise gecheckt und da kann man sogar mit dem Privatjet anfliegen, also anreisen. Richtig krass. Nehmt immer das Bürgenstock-Ressort als Ausgangslage. Dort könnt ihr eben parken und das Parkticket könnt ihr auch bar bezahlen oder eben mit Twint. Wenn ihr euch entscheidet, mit dem Zug anzureisen, dann dauert es knappe Stunde länger von Zürich aus, also 2 Stunden 15 und fahrt hier am besten zu der Station Obbürgen-Trogen. Die dritte und letzte Option ist dann eben mit dem Schiff. Da könnt ihr von Luzern aus nach Kersieten am Bürgenstock fahren und von dort aus nehmt ihr dann die Standseilbahn hoch zum Bürgenstock-Ressort. Allgemein betrachtet, wenn man jetzt die Anreise zum Hammettschwandlift anschaut, habe ich das Ganze mit 5 von 5 Schweizer Flaggen bewertet, weil man echt nichts sagen kann. Sowohl die Fahrzeit, egal ob von Zürich aus oder von Bern, hält sich in Grenzen und man kann das, wie gesagt, mit den 3 Möglichkeiten sehr, sehr gut erreichen. Mit Start dann am Bürgenstock-Ressort habt ihr 2 Möglichkeiten. Es gibt einmal den Felsenweg und den würde ich euch auch empfehlen. Der ist ein bisschen kürzer und führt zum Fuß des Lifts, von wo aus ihr dann einfach den Lift nach oben nehmen könnt. Oder ihr nehmt den längeren Weg über die Villa Honeck. Der führt am Anfang über so Wiesen und führt dann nicht zum Fuß, sondern eben zum Plateau. Egal welchen Weg ihr nehmt, schaut immer, bevor ihr anreist, ob die Öffnungszeiten, also ob der Hammettschwandlift geöffnet ist, weil im Winter oder eben bei schlechtem Wetter sind die Wanderwege geschlossen und dann wäre euer Ausflug nichtig, was natürlich nicht so gut wäre. Wie gesagt, meine Empfehlung an euch wäre der Felsenweg. Der ist so circa 1,3 Kilometer lang. Dafür braucht ihr so 30 Minuten. Und die Wanderung an sich dann zum Ticketverkauf des Hammettschwandlifts ist relativ mild. Tragt trotzdem bequeme Schuhe, nehmt euch vielleicht was zu trinken mit. Ich würde auch sagen, dass Menschen, die jetzt nicht so gut zu Fuß sind, das trotzdem bewerkstelligen können. Es sind zwar ein paar Treppen mit dabei, aber das ist schon relativ mild. Auch wenn ihr Kids dabei habt, auf dem ganzen Weg gibt es einen Lernpfad. Da gibt es dann immer wieder Schilder, wo sie was lesen können. Und dann werden dann auch Fragen gestellt über die Geologie oder die Topologie. Zu den Fotoliebhabern unter uns, und deswegen ist es auch so ein bisschen mein Favorit im Gegensatz zur längeren Route, gibt es halt auch immer wieder, also einmal, der Felsenweg geht direkt an der Klippe entlang,
also wirklich am Wasser dann eben auch. Und dann gibt es immer schöne Aussichtsplattformen, wo man super gut Bilder machen kann, wo man die komplette Landschaft, den Vierwaldstätter See anschauen kann. Und das ist halt wirklich ein einzigartiger Ausblick, den man auf jeden Fall mitnehmen sollte. Nach den 30 Minuten kommt ihr dann zum Ticketverkauf und hier zu beachten ist auch, dass ihr das Ganze mit Karte bezahlen könnt. Das heißt, ihr braucht nicht zwingend Bargeld mitnehmen. Eine einfache Fahrt für Erwachsene kostet 15 Franken und wenn ihr wieder Retoure fahren wollt, das heißt auch wieder runter, dann kostet das Ganze 18 Franken. Nettenswerterweise hat uns aber die Frau am Ticketverkauf den Preis für unseren Hund, weil wir mit dem Hund waren, erlassen. Fand ich super, super nett. Und Shoutout, danke hierfür nochmal, falls sie es jemals schauen sollte. Bei der Inbetriebnahme des Lifts hat die Fahrt so 3 Minuten gedauert. Heutzutage dauert es circa nur noch 1 Minute. Und falls ihr Höhen- und Technikangst habt, so wie ich, ja, ich habe mich auch getraut. Es ist wirklich ein unvergessliches Erlebnis. Es macht auch super Spaß, da hochzufahren. Ich habe zwar trotzdem ein bisschen Bammel, aber ich würde sagen, es lohnt sich auf alle Fälle. Es ist wirklich richtig cool. Und wenn man die Kategorie Kosten anguckt, dann bekommt das Ganze von mir 4 von 5 Schweizer Flaggen. Dadurch, dass ich den Preis einfach gerechtfertigt finde. Es muss einfach betrieben werden, es muss ja auch gewartet werden. Und wirklich an einer Felsklippe mit einem offenen, also ja, Glasaufzug dann einfach hochzufahren, finde ich auf jeden Fall gerechtfertigt für den Preis. Vor allem für Schweizer Verhältnisse. Und eben diese einzigartige Architektur hat dann eben auch schon Stars angelockt, wie zum Beispiel Audrey Hepburn, die hat da auch geheiratet, oder James Bond, der dann eine Verfolgungsjagd im Film Goldfinger hatte. Am Ende der Fahrt erreicht ihr dann das Plateau des Lifts. Also wirklich, man steigt aus und ist auf so einer kleinen Brücke und hat dann wirklich einen 360-Grad-Rundumblick. Und das ist wirklich das Highlight. Es ist wirklich so, so schön und eben auch der perfekte Spot, wenn ihr Bilder machen wollt für das Familienalbum oder eben einfach für Instagram, TikTok, wie auch immer. Das ist wirklich der perfekte Spot. Als kleiner Tipp am Rande, dadurch, dass ich zweimal da war, ich war einmal am Wochenende, da war es ein bisschen voller. Wenn ihr nämlich Bilder machen wollt, würde ich das Ganze nicht empfehlen. Das zweite Mal, als ich da war, war es eben ein Freitag, da hatte ich Urlaub und da war deutlich weniger los. Falls ihr es nur am Wochenende einrichten könnt, würde ich eben, wie man auch immer rät, in den Morgenstunden oder wirklich am Abend gehen, wo das Besucheraufkommen dann einfach ein bisschen weniger ist. Und weil die Aussicht von da oben wirklich so einzigartig ist, bekommt das Ganze in der Kategorie Einzigartigkeit und Wow-Effekt ebenfalls nochmal 4 von 5 Schweizer Flaggen von mir. Plant dort oben aber ein bisschen Zeit ein. Es gibt auch ein Bergrestaurant, wo ihr euch ein Getränk, eine Cola oder ein schönes Bier ja gönnen könnt oder etwas zu essen. Und hier komme ich auch zurück zu meiner Story und auch Empfehlung für euch. Wenn ihr dort was essen möchtet oder trinken wollt, dann nehmt auf jeden Fall Bargeld mit, weil man kann leider sehr schweizuntypischerweise nicht mit Karte bezahlen und es war auch unser Problem. Wir hatten aber auch voll Durst und wollten uns auch einfach zur Belohnung, sage ich mal, ein Bier erlauben an unserem Urlaubstag und haben dann tatsächlich einfach andere Leute gefragt, die da am Tisch saßen, ob wir ihnen Geld überweisen können. Die haben uns dann Bargeld gegeben. Es war zwar schon ein bisschen unangenehm, aber ja, Not macht erfinderisch und Menschenliebe war auf jeden Fall da. Danke auch nochmal an die nette Familie hierfür. Wie gesagt, plant auf jeden Fall ein bisschen Zeit ein, einfach, dass ihr auch Bilder machen könnt oder dass ihr da oben einfach ein bisschen die Zeit genießen könnt. Die Verpflegung bekommt dann in der Kategorie von mir leider nur 3 von 5 Sternen, weil Verpflegung ist da. Auch am Bürgenstock-Ressort gibt es einige Restaurants, jedoch würde ich mir da einfach nochmal wünschen, dass man auch mit Karte bezahlen kann, wenn man schon das Parkticket als auch den Lift an sich die Kosten mit der Karte bezahlen kann. Und heutzutage würde ich sagen, ist eher nicht mehr so üblich, dass man einfach Bargeld mit dabei hat. Von oben habt ihr dann nochmal 3 Wege, wie ihr wieder runterkommen könnt. Entweder ihr nehmt einfach den Retourenweg, wenn ihr dieses Retoure-Ticket gekauft habt, oder ihr nehmt einen kürzeren Weg, das ist auch ausgeschrieben, der dauert dann nochmal so eine halbe Stunde, geht durch den Wald, da kommen auch immer so Schleusen, also es sieht eigentlich echt cool aus. Ist aber ein bisschen steinig, das heißt, wenn ihr nicht so gut zu Fuß unterwegs seid, dann würde ich eher empfehlen, mit dem Lift runterzufahren und den Felsenweg wieder zurückzulaufen. Falls ihr gut zu Fuß seid, dann könnt ihr auch, wie gesagt, darunter laufen. Man kann sich auch nicht verlaufen. Es sind immer so Bilder oder Zeichnungen an den Bäumen, die euch dann einfach den Weg weisen. Falls ihr ein bisschen mehr Zeit mitbringt, könnt ihr auch den längeren Weg über die Villa Honeck gehen. Und wie gesagt, das ist eigentlich auch ein cooler Weg. Man geht durch so eine Steingrotte durch, ist dann eben auch zum Teil an der Klippe, aber
Der Großteil der Strecke, und ihr braucht so ungefähr eine Stunde 20 dafür, ist dann halt doch über Wiesen und es ist auch schon sehr steil. Wir haben das da auch letztes Jahr im Hochsommer gemacht. Es war dann schon etwas anstrengend. Das würde ich auf jeden Fall nicht empfehlen, wenn ihr nicht so gut oder ja mit Kindern unterwegs seid oder wenn ihr einfach nicht so gut auf Fuß unterwegs seid. Nichtsdestotrotz auch ein schöner Weg. Wenn ihr einfach ein bisschen mehr Zeit habt, könnt ihr euch das auch überlegen. Für den ganzen Trip, wenn ihr die kürzeren Wege nehmt, würde ich in Summe 2 bis 3 Stunden einplanen, einfach damit ihr auch ein bisschen Zeit habt, ja, die Natur zu genießen. Und deswegen bekommt es in der Kategorie Dauer von mir auch 5 von 5 Schweizer Flaggen, weil ihr das einfach auch als Halbtagesevent machen könnt. Wir waren auch dann einen halben Tag unterwegs. Man kann es auch sehr gut einbauen, wenn ihr zu einer anderen Aktivität fahrt oder zu einem Ort. Deswegen 5 von 5 Schweizer Flaggen hierfür. Dann hätten wir noch die Kategorie, ob die Attraktion zielgruppentauglich ist. Und hier habe ich dann einmal auch nochmal 4 Unterkategorien gebildet. Einmal, ob es für Familien machbar ist oder attraktiv ist, wie das Ganze für Senioren aussieht, ob man Hunde mitnehmen kann. Und dann habe ich nochmal die Kategorie, die Jakos. Das sind die jungen, aktiven, kinderlosen, ohne Haustiere, habe ich das genannt. Und hier würde ich einmal den Familien 2 von 5 geben. Einerseits, ja, gibt es diesen Wanderweg oder diese kleinen Quizzes. Nichtsdestotrotz gibt es jetzt oben am Lift jetzt keinen Spielplatz oder irgendwas, wo sich die Kinder austoben können. Für Senioren habe ich eine 3 von 5. Man kann das Ganze schon machen, aber es hat auch schon einige Treppen. Gerade wenn man auch den Rückweg nimmt, ist halt schon steinig. Hunde auf jeden Fall 5 von 5. Man konnte den Hund überall mit hinnehmen. Er kann sogar mit dem Aufzug mit hochfahren. Der hat natürlich da seinen Riesenspaß, kann sich auf der Wiese austoben. Und für die Jakos ebenfalls 5 von 5, weil es einfach eine super Attraktion ist und ja, einfach sehr, sehr viel Spaß macht. In Summe hat die Kategorie zielgruppentauglich dann 3,75 Punkte, wenn man die 4 Unterkategorien zusammenzählt und dann durch 4 teilt. Die letzte Kategorie ist dann nochmal meine persönliche Erfahrung. Hier würde ich 4 von 5 Schweizer Flaggen vergeben. Es ist eine richtig, richtig coole Attraktion. Es hat uns super, super viel Spaß gemacht. Wie gesagt, perfekt für ein Halbtagestrip. Summa summarum hat der Hammitzschwandlift dann sage und schreibe 4,1 Punkte erreicht, also schon mal richtig viel. Ich bedanke mich auf jeden Fall wieder bei euch fürs Zuschauen, dass ihr mit dabei wart. Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, wie ihr das Ganze bewertet hättet. Wart ihr schon mal da? Was für Attraktionen kann ich noch ausprobieren? Ich bin immer sehr dankbar über Tipps und Tricks. Vergesst auf jeden Fall nicht, wie gesagt, die Playlist abzuspeichern. Hier werden jetzt im Laufe des nächsten Jahres immer wieder Attraktionen kommen mit eben den Bewertungen. Und ja, dann hat es mich mal wieder gefreut. Ich freue mich natürlich auch wieder über den Austausch mit euch und vergesst natürlich ebenfalls nicht, mir ein Like da zu lassen, wenn euch das Video gefallen hat oder meinen Kanal zu abonnieren. Vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao! Oder Orte in der Schweiz zeigen. Findet ihr in meiner neuen Video. Und nicht nur das. Das wäre so schlecht. Und auch interessant zu wissen ist, dass der Fuß des Hammitzschwandlifts mal über die Villa Honeck und